Hard Reset, Folge 32, Kinnlade gedruckt. Podcast für Geeks und alle, die es werden wollen. Präsentiert von Chris und Pascal, die Jungs, die genau wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen. Hallo und herzlich willkommen zu Hard Reset, dem Technik-Podcast für Geeks, Nerds und alle Technikinteressierten. Mein Name ist Christopher Karl und der Atmende auf der anderen Seite heißt Pascal Albert. Hi Chris. Hi Pascal, haben wir es wieder geschafft, uns zu einer epischen Folge 23, 32, verdammt, zusammenzufinden? Ja, Folge 32. Ja, Folge 32, wie ich es oben in den Header geschrieben habe. Echt? Hast du es diesmal? Oh ja, genau. Ja. Cool. Service. Ja. Service für meine Co-Moderatoren. Yay, warte mal, ich bin der Einzige. Er hat ja nicht lange gedauert, also doch relativ wach im Gegensatz zu mir. Ja. Also ich musste jetzt vor ein paar Minuten Chris aus dem Bett werfen. Ja, weil Pascal halt nicht da war, habe ich mir so gedacht, so, ach, gehst du noch ein bisschen chillen? Ergo bin ich eingeschlafen. Ja, das ist echt ganz normaler Wahnsinn bei uns. Ja, so ist das in der arbeitenden Bevölkerung. Fangen wir mal mit einem obligatorischen Ding an. Ich möchte an dieser Stelle Massimo alias Kobaltauge an dieser Stelle hier nochmal ganz dicke Genesungswünsche schicken. Ja, genau. Er hat es auf Twitter erwähnt, dass er wohl unters Messer muss. Wegen, ist es scharf. Wegen einem Bandscheibenvorfall. Ich habe vorhin vor der Sendung auf Facebook nochmal kurz mit ihm geschrieben und er hat wohl aktuell keine Schmerzen. Er meinte aber, das könnte auch an dem guten Stoff liegen, den sie ihn gerade eintögelchen. Ja, eindeutig der gute Stoff. Aber ansonsten geht es ihm gut und wahrscheinlich... Also war dann schon im Messer oder kommt er noch? Er war schon. Mittwoch ist er reingegangen, Donnerstag wurde er operiert. Und so wie es aussieht, kommt er wahrscheinlich Montag raus. Also an dieser Stelle von uns und ich denke mal auch im Sinne unserer Hörer, gute Genesungswünsche, gute Besserung. Auf jeden Fall. Hoffentlich. Du musst bei uns nochmal in die Sendung kommen, hast du gehört? Genau. Da nagelt er uns drauf fest, ist dir klar. Ja, natürlich. Ja, und noch eine News, die so irgendwie mehr oder weniger an allen Nicht-Twitter-Aktiven so mehr oder weniger, ja, so vorbeigegangen ist. Unter den Tisch gefallen ist. Wir haben jetzt einen neuen Hashtag, den wir für Hard Reset benutzen, und zwar Raute HR. Cast. Formatierung spielt eigentlich gar keine Rolle. Okay. Ich würde sagen, auch in Facebook das irgendwie so zu taggen, falls ihr da mal irgendwie was habt, weil es macht es halt besser auffindbar. Ja, eindeutig. Ne? Also, wenn ihr was habt, wenn ihr Fragen habt, dann einfach Hashtag HRcast und wir werden euch finden, hoffentlich. Natürlich. Und wenn nicht, dann rufen wir mal kurz bei der NSA an. Also eigentlich heißt es ja, dass ich euch finde, weil Pascal monitort das alles nicht. Stimmt. Weil Schande über mich. Ja, faul und so. Ja, und im Gegensatz zu manch anderen hier anwesenden Co-Moderatoren von mir, weiß ich meine Passwörter auswendig. Ja, das liegt daran, dass ich mir meine Passwörter von Keepers generieren lasse und nicht irgendein Passwortsystem habe. Tja. Ja gut, wo wir schon bei Passwörtern und Sicherheit sind, würde ich sagen, fangen wir mal das erste Thema an. Ja, lass mich kurz noch eins erwähnen. Der liebe Hörer Mommel möchte doch bitte noch mal in die Kommentare zur Folge 31 gucken. Und ja, lass uns mit der ersten Sendung anfangen.
Okay. Sendung? Thema? Ja. Ersetze besser. Sendung durch Thema und alles wird gut. Okay, hab ich gut. doch gesagt. Bilde, du ja, hast, das hast du dir eingebildet. Genau, wir haben es ja nur aufgenommen. Ja, warte mal, ich muss mir ein bisschen Unterstützung holen. Aha. Ah. Gleich gekleckert hier. Cap? Fritz Cola. Ah. Ist dir die Mate ausgegangen? Ja, leider. Okay, erstes Thema. Ist auch gleich ein Android-Thema. Und zwar soll es ab 1.6, Android-Version 1.6, eine Sicherheitslücke geben. Ah, ich kann heute echt nicht mehr sprechen. Das wird echt zu einem Dauerbrenner, wirklich. Ja. In jeder Folge. Ich kann nicht mehr reden. Es war eine lange Woche, okay. Ja, danke. Kannst du mir mal meinen roten Faden wiedergeben, den du mir gerade so frech geklaut hast? Auf jeden Fall, seit 1.6 scheint es eine Sicherheitslücke bei Android zu geben. Und zwar kann man am Code-Signing vorbei in APK-Dateien Code einschleusen, ohne dass quasi dieses Code-Signing ungültig wird. Das heißt, man kann Shardcode einschleusen, aber die APK ist immer noch gültig. Das heißt dann ja theoretisch, wenn ich das jetzt mal weiter spinne, den Gedanken, könnte ich mir halt auch APKs von was weiß ich, könnte mir den Twitter-Client, den offiziellen Twitter-Client runterladen, die APK extrahieren, da Code reinschieben und die dann wieder weiterverteilen, oder wie? Theoretisch ja. Okay, das hört sich ja nach einem ordentlichen Potenzial an. Ja. Problem an der ganzen Geschichte ist, glaube ich, es wurde von einer Firma, von einer US-Firma entdeckt, die sich Bluebox nennt. Die wurden 2012, glaube ich, auch erst gegründet. Das hat ja mit der Qualität der Meldung nicht unbedingt was zu tun, aber die haben jetzt halt noch nicht wirklich irgendwie Code sehen lassen. Es wurde jetzt Google erstmal gemeldet und am 1. August 2013 wollen die Jungs auf der Black Hat Konferenz, also große Hacker-Konferenz, genau, wollen sie das Ganze dann vorführen. Das findet in Las Vegas dieses Mal statt. Mit anderen Worten, ich werde nicht unbedingt dabei sein. Schade. Aber ich habe ja auch gehört, auf der Black Hat werden Frauen zu höchst diskriminiert. Also okay. Ich hätte schon gesagt, du sagst, auf der Black Hat werden Frauen zum höchstbietenden Preis versteigert. Weiß ich nicht, wenn man den einschlägigen Leuten folgt, dann wahrscheinlich sogar das in deren Wahrnehmung. Ah, okay. Wobei ich mir das nicht vorstellen kann. Aber wie gesagt, ich war bei so einer Veranstaltung noch nicht, ja. Und fand ich irgendwie ziemlich krass, weil diesen Bug soll es angeblich seit 1.6 geben. Das heißt, es betrifft so ziemlich jedes Android-Gerät, was im Umlauf ist. Ja, die Frage ist, bringt eigentlich Code-Signing Sicherheit? Oder ist es mehr oder weniger so eine Pseudosicherheitsvorkehrung? Ich denke mal, das kannst du jetzt besser beurteilen als Programmierer. Ich habe mich mit Code-Signing ehrlich gesagt noch nie beschäftigt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es vom Grundprinzip her äußerst effizient ist. Ich kenne es halt nur von E-Mail-Verkehr. Von Embedded-Geräten. Also. Wenn du halt einen Bootloader hast, der halt nur einen Kernel bootet, der signiert ist, dann bietet das eigentlich schon einen extrem guten Schutz. Und da müssen die Jungs und Mädels, die gerne Do-it-yourself-Zeug basteln, schon ein bisschen tiefer in die Trickkiste greifen. Ja. Das ist schon eigentlich eine recht effiziente Geschichte. Wie gesagt, ich habe mich mit Code-Signing an sich noch nie wirklich beschäftigt. War für mich auch bis jetzt nicht nötig. Ja, das ist halt eine typische Sache, wenn du Hersteller bist und willst etwas schützen. Oder dass du etwas... Ja, eigentlich ja. Wenn du Hersteller bist und du etwas schützen willst, wenn du deine eigene Plattform machst oder mal ein Tool dafür schreibst und nicht vorhast, das zu sharen, was man ja im privaten Umfeld eigentlich so... Naja, du schützt es ja, glaube ich, so wie ich Code-Signing verstanden habe, nicht wirklich, sondern du... du sicherst es, ne? Ja, wenn du verhinderst halt, dass Code, der nicht von dir signiert ist, ausgeführt wird. Richtig. Den Code an sich kannst du immer noch klauen. Ja, ich meine, damit schützt du deine Plattform. Genau, okay.
Oder besser gesagt, du kannst halt durch Restriktionen, was die Signaturvergabe betrifft, sicherstellen, dass eben nur Code von Herstellern, die du magst oder die bezahlt haben oder wie auch immer, auf deinem System lauffähig sind. Ah, sowas wie Secure Boot. Ja, wenn du so willst, ist in meinen Augen Security. Okay. Ja, okay, wie gesagt, ja. Müsste ich mich mal einlesen, habe ich mich jetzt nicht wirklich damit beschäftigt. Also ich finde die Idee auf jeden Fall sinnvoll. Bei Android ist es ja zum Beispiel auch so, wenn du eine APK-Datei runterlädst und willst sie installieren, musst du vorher den Einstellungen regeln, dass du APK-Dateien aus fremden oder unbekannten Quellen installieren darfst. Sonst geht das schon mal gar nicht. Ja, das kenne ich. Immer so mit einer der ersten Einstellungen, die ich mache. Ja, bei mir auch. Ja, da gibt es so ein kleines, nettes Tool. Damit kannst du, habe ich glaube ich schon mal erzählt, kannst du halt WLAN-Router erkennen, die die berühmte WPA-Schwachstelle haben. Hm? Und der generiert dann gleich das Passwort und boom, WLAN-Zugang. Ja. Aber das gibt es natürlich nicht unbedingt im App Store. Natürlich nicht. Wo oder im Play Store, Entschuldigung. Ja. Okay. Wie gesagt, bin mal gespannt, wie Google da so drauf reagiert. Ja. Naja, es ist ja eine kritische Sache wieder mal mit dem ganzen Update-Verhalten bei Android, auf das wir jetzt hier wieder stoßen. Das heißt, selbst wenn Google diesen Fehler fixt, dann betrifft es halt nur die nächsten Android-Versionen, also 4.4. Mhm. Wobei ist das nicht schon final, weiß ich jetzt weiß gar ich nicht. Alles darunter, also sprich alles, was aktuell so kreucht und fleucht, ist halt immer noch davon betroffen. Wobei es ist jetzt natürlich nicht so drastisch, als hätte ich einen Fehler im WLAN oder was weiß ich, weil es ist dann schon, klar, für gezielte Angriffe super, aber nicht, was du mal so eben trivial ausnutzen könntest. Also am Play Store, müsstest du an die Daten kommen, um das schon mal zu manipulieren. Das heißt, das ist schon mal relativ unwahrscheinlich. Das ist mein Text. Sorry. An den Play Store kommt man schon mal schwer ran, um die Dateien auszutauschen. Das heißt, das meiste würde über Third Party gehen. Wer würde ich mal denken? Oder jemanden wird der Zugang zum Play Store gehackt und es schleust jemand ein Update ein. Ja, ich halte jetzt allgemein erstmal, halte ich das für nicht so, super mega kritisch. Ja. Ich sag mal, der normale User wird davon nicht viel bemerken, weil der normale User guckt noch nicht mal den Optionen seiner Apps, behaupte ich jetzt mal. Der normale User achtet immer drauf, was für Rechte die Apps wollen. Ja, gut, das ist auch noch so ein Punkt. Ist jetzt mal, würde ich sagen, zu beobachten. Wie immer. Wie Google darauf reagiert. Anders können wir es nicht machen. Da hast du wohl recht. Auf zum nächsten Thema. Auf zum nächsten Thema. Ja, wir waren ja gerade bei Bugs, oder? Ja, das passt ziemlich gut. Ja. Selbst in Botschaften gibt es Bugs, allerdings nicht in Softwareform. Naja, wobei, auch die wird es dort geben. Ja, sondern auch in Hardwareform. Nämlich mehrere Botschaften sogar. Das weiß ich nicht, in der News war es speziell von der ecuadorischen. Ecuadorianischen? Keine Ahnung. Ja, ecuadorianischen, also da, wo Julian Assange drin ist. Eine Botschaft in den USA. Da hat man in der Steckdose eine Wanze gefunden. Die Wanze wurde auch auf einem Foto gezeigt. Dafür guckt ihr dann bitte nochmal in den verlinkten Artikel rein. Als ich die Wanze gesehen habe, also ich bin ein bisschen zwiegespalten, was die Reaktion angeht bei dem Thema. Zum einen denke ich mir, wow, dass man heutzutage es noch schafft, eine Botschaft zu verwanzen, weil ich gehe eigentlich ganz gerne davon aus, dass man auch in Botschaften, weil eine Botschaft ist in meinen Augen, was Security angeht, ein Wunderpunkt sozusagen. Hm.
dass man da doch gerade ein bisschen drauf achtet und nicht einfach so, was weiß ich, Handwerker rumlaufen lässt, sondern immer Leute in der Nähe hat und was weiß ich. Du weißt ja nicht, wer die Wanze platziert hat. Ja, das ist der Punkt, aber normalerweise würde ich nur Leute sich dort frei bewegen lassen, die zum Personal gehören. Das ist schon mal das eine. Ja, aber du hast ja bestimmt auch irgendwas, irgendeinen amerikanischen Anhänger, den du das mal kurz in die Hand drückst. Wie jetzt? Die müssen nur an einen der Mitarbeiter rangekommen sein. Ja klar, man kann alle Leute kaufen, gar keine Frage. Aber richtig. Ich könnte mir vorstellen, dass das eventuell doch anders ablief, weil es gibt zwar Sicherheitsregeln, aber wie das so ist, Sicherheitsregeln sind unbequem und dann lässt man die halt außer Acht. Ja, das eh. Und dann passieren solche Sachen. Aber gut, kommen wir wieder zurück zum Thema. Warte mal, das war aber die Botschaft in Amerika. Nee. Julian Doch. Assange ist nicht dieser Assange. Wobei, du hast recht, England. Es war in England, genau. UK. Ja. United Kingdom. So, zum anderen hatte mich auch ein bisschen geschockt, ehrlich gesagt, weil in dem Artikel oder in den Artikeln, das ist ja, gab ja eine richtige, regelrechte Explosion bei der Bekanntwerdung dieser Geschichte, was für fortgeschrittene Technologie das wäre und lalala. Und wenn du dir das Foto anguckst, denkst du dir das, mein Gott, das ist ein Ziegelstein, dann kannst du einen mit erschlagen. Das soll eine Wanze sein, willst du mich verarschen? So, dann hieß es von wegen, dass in dieser Wanze GSM. Im Prinzip ist die Wanze eigentlich nur eine Art schlechteres Handy. Es hat eine SIM-Karte, also ein GSM-Modul. Mhm. Und ja, ihr ruft diese Wanze an und könnt dann halt den Raum abhören. Ich denke mal, da gibt es ein bisschen extra Elektronik, um halt Mikrofonverstärker, lalala, weil wenn du einen Raum überwachst, ist ein normales Handy-Mikrofon nicht unbedingt so geeignet in meinen Augen. Aber ja, fand ich irgendwie schon so krass. Vor allen Dingen, es wird halt auch eine Firma beschuldigt, die da dran schuld sein soll oder die da die Wanze entwickelt haben soll. Aber wie gesagt, vor allem, auf wem ist die SIM-Karte registriert? Zu der heutigen Zeit erwarte ich von einer Wanze erstens, dass sie klein ist, ich habe ein Wanzenbaubuch. Mhm. Dessen ISBN könnten wir hier vielleicht mal veröffentlichen. Ich weiß gar nicht, ob das noch verkauft wird. Mhm. Da sind Wanzen drin, die sind weniger groß als das Ding, wo ich mir schon so denke, so, und das sind teilweise UKW-Sender. Jetzt muss ich sagen, das kommt, wie gesagt, aus den 80ern ungefähr. Jetzt muss man noch dazu sagen, in Deutschland ist der Besitz von Wanzen höchst illegal. Auch der Besitz, es geht noch nicht mal um die Benutzung. Was? Sogar schon der Besitz? Der pure Besitz einer Wanze ist schon illegal. Es sei denn, du hast eine Amateurfunklizenz und nennst es nicht mehr Wanze, sondern sagst dazu, das ist ein UKW-Testsender. Nein. Normal, also ich kenne es so, dass der Besitz solcher Funkanlagen legal ist, aber du sie nicht benutzen darfst. Ja, ich denke mal, es geht hier wieder, es ist dann wahrscheinlich ein Hickhack der Definition des Geräts. Also, okay. Wenn du jetzt sagst, von wegen, es ist eine Wanze, dann illegal. Wenn du sagst, es ist ein Testsender, dann, ja, okay. Ja, aber ja, da fällt mir gerade ein, ich könnte mir denken, warum sie kein Ding benutzt haben, kein UKW oder sonstiges. Ich denke mal, die Botschaften werden abgescannt nach solchen Frequenzen. Ja, klar, sollten sie auf jeden Fall. Und GSM ist halt immer und überall. Ja, genau. Das wäre wahrscheinlich nicht aufgefallen. Aber ich erwarte da ehrlich gesagt von einer Wanze 24/7 Überwachung und nicht irgendwie, Ja, brauchen sie ja nicht wirklich. Das ist ja nur auffälliger. Wieso? Woher soll ich denn wissen, wenn ich nicht noch zusätzliche Überwachungsmaßnahmen habe, wann in dem betreffenden Raum etwas stattfindet? Das stimmt auch wieder, ja. Also ich gehe mal davon aus, dass bei einer Botschaft die Räume von außen nicht unbedingt sichtbar ist. Kannst nicht reingucken. Könnte es sein, dass da vielleicht ein Bewegungsmelder mit dran war? Eine Steckdose? Ja. Also da würden mir jetzt nur so in Anführungszeichen Radarsensoren einfallen, weil du die halt
hinter einer Verblendung verstecken kannst, ohne dass die Verblendung anders aussieht. Bei normalen Infrarotbewegungsmeldern brauchst du schon irgendwo. Ja, das könnte aussehen wie Nachtlicht. Ich weiß ja nicht, wie das Ding aussieht. Ich habe das Bild noch nicht gesehen. Ja, auf dem Bild siehst du halt aufgeklappt, diese standard hässlichen US-Steckdosen-Dinger da. Also ah, okay. du siehst halt die andere Seite, die Front nicht. Also, Das würde dann eventuell noch ein bisschen mehr Elektronik rechtfertigen. Aber wie gesagt, ich finde es für Hightech, ich erwarte bei Spionage, ich meine, es gibt heute Nano-SIM-Karten, die sind so scheiße klein. Da erwarte ich, ehrlich gesagt, ein bisschen mehr Kompression in der Elektronik. Du weißt ja nicht, aus welcher Zeit diese Wanse ist. Ja, es ist natürlich auch wieder ein Argument. Aber guck dir das Bild echt mal an, weil... Kann ich ja gleich machen, warte mal. Ich so als Geek bin da ehrlich gesagt schon ein bisschen enttäuscht an der Stelle. Weil wie gesagt, ich habe dieses Buch, ich habe mich eine Zeit lang ein bisschen damit beschäftigt. Nein, ich habe nie Wanzen gebaut. Aber so großes Ding... So groß ist die gar nicht. Hallo, so eine Steckdosendose ist ja doch schon relativ groß. Das ist doch die Steckdose selber. Ja. Warte mal, das Bild arbeitet sich so. Da hast du ja im Prinzip das obere Teil. Hat man auch dann ein besseres Bild als der das hochhält? Ich glaube nicht. Okay. Wie gesagt, der obere Teil mit dem schwarzen Plastik wird ja wohl dann der eigentliche Steckdosenteil sein. Ja, und das Silberne sind die Seitenkontakte. Genau, und dann das untere ist die eigentliche Wanze, wo ich mir denke, so, die ist scheiße groß. Wir reden gerade um Steckdosen, die vielleicht 5 auf... Wie groß ist eine Steckdose? Warte mal, ich google gerade mal US-Steckdose. England. Ja. Ich weiß nicht, was ich gerade mit den Amis habe. Sie sprechen beide Englisch. Stecker BS, lalala. Das ist die Stecker. Steckverbindung, Niederspannungs, tralala, Norm. Die Konstrukt-Außenstifte, Neutralleiter. Okay, die sollen fingersicher sein. Ja. Also alles, was nicht Schuko ist, gehe ich immer so ein bisschen so. Ja. Hat folgende Sicherheitsmerkmale. Flexibilität, Nachteile, Ring offen, Sicherung im Stecker, Betrieb mit falschen Steckern, Kabel nach unten, mechanische Eigenfehler, Sicherung im Stecker. Ich will wissen, wie die Dose funktioniert. Nein, nicht das. Englische Steckdose. Ich finde gerade auf die Schnelle nichts. Ein bisschen traurig. Das ist ja schon. Schön. Steckertyp GBS 1363. Oh, das wird aber doch in relativ vielen Ländern eingesetzt. Sie haben einen Abstand von 22 mm. Dann wird so eine Steckdose vielleicht unter 5 cm sein. Ja, ich finde sie immer noch groß. Ja. Aber sie ist jetzt nicht so groß. Also wir versuchen das in den Shownotes nachzureichen, irgendwie nochmal kurz schlau zu machen, wie groß so eine verdammte Dose ist. Oder wenn ihr es wisst, ab in die Kommentare damit. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Oder wir wissen es nicht. Und wir finden es gerade auch nicht auf die Schnelle. Ich tippe, also ich bin der Meinung, dass die eigentlich relativ winzig ist dafür, dass das Ding ein komplettes GSM-Handy mit ist. Naja, im Vergleich zu so einem Smartphone. Ja. Ja. Also du kannst jetzt auch nicht zum Hersteller gehen und sagen, machen wir mal ein Mini-GSM-Handy. Hallo, in den Kreisen? Ja, okay. Also wir schauen mal, ob wir die Größe rausfinden können. Genau, denn manchmal spielt die Größe eben doch eine Rolle. Ja, vor allem bei Wanzen. Die müssen so klein wie möglich sein. Genau, wobei es halt
schön ist, das in der Steckdose zu installieren, weil du dann halt immer permanente Stromversorgung sichergestellt hast. Und ich denke mal, der größte Teil wird auch die Spannungsversorgung sein. Gut, die kannst du schlecht so klein miniaturisieren. Richtig. Gut, das lasse ich noch als Argument gelten. Yay! Sagte er und kratzte sich am Sack. Nein. okay, dann mal auf zum nächsten. Richtig, das nächste ist ein 3D-Drucker-Thema. Davon haben wir sowieso erschreckend viel. Ja, heute ist es irgendwie interessant. Ja, heute. Heute haben wir gedrucktes Essen. What? Gedrucktes Essen. Die NASA hat vor, mit 3D-Druckern Essen zu drucken. Nämlich okay. Für Weltraummissionen. Was haben die denn geraucht? Ja, scheinbar das falsche Zeug. Oder das Richtige, wie man sieht. Anstatt wie jetzt zum Beispiel RepRap und Co., worauf übrigens der NASA-Drucker basieren soll, mit PLA oder ABS oder Nylon druckt, will die NASA damit Nahrung drucken. Nachdem sie es jetzt erst flüssig gemacht haben für Astronauten, wollen sie es drucken. Ja, sie wollen halt Nahrung drucken. Warum sie sie drucken wollen, ist die andere Frage. Aber man hat ja schon zum Beispiel schon, kann man mit Holz drucken. Das geht ja auch schon. Okay. Und ja, es gibt schon druckbares Holz. Okay. Haben wir mitbekommen? Nein, das ist dann eine Mischung aus Leim und Holzspänen oder wie? Ja, da ist, glaube ich, irgendwas Schmelzendes und Holzfasern. Okay. Also man kann heutzutage schon mit Holz drucken. Es gibt also schon diverse Materialien. Und ja, die NASA denkt sich halt jetzt für Weltraummissionen, wie zum Beispiel zum Mars fliegen, da wollen wir Essen drucken können. Also ich könnte mir jetzt so Sachen vorstellen, wie von wegen, du hast eine Flüssigkeit, da steht dann Steak drauf. Davon gibst du dann 200 Gramm in den Drucker und dann druckt er dir dann Steak hin. So auf die Art, ja. Nein, ich will heute mal 400 Gramm Steak, hey. Nee, also denke ich mir auch. Klar, ich denke mal, da geht's in Richtung, das Auge isst mit. Ja, ganz klar. Weil wenn du über längere Zeitraum da zum Mars tuckerst, in dem arschlahmen Raumschiff, da hast du halt keinen Bock, immer Tubennahrung zu fressen. Aber, da spielen ja jetzt mehrere Sachen rein. Zum einen ist es ja, glaube ich, so, jetzt weiß ich nicht, wie sich das in der Schwerkraft verhält, aber wenn du deine Zähne nicht benutzt, dann fallen sie dir halt aus. Mit anderen Worten, wenn du jetzt anfängst und dich den Rest deines Lebens nur noch von Suppe ernährst, wirst du automatisch Probleme mit deinen Zähnen kriegen, weil du sie halt nicht mehr benutzt, keine Kaubewegung hast und so weiter und so fort. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn sich ein Mensch ein Jahr lang im All aufhält und sich ein Jahr lang nur von Tubenfutter ernähren muss, wie das dann mit seinen Zähnen funktioniert. Ich meine, die Schwerkraft wirkt ja in dem Sinne nicht so. Zum anderen stellt sich mir aber wieder die Frage, Tubennahrung wurde entwickelt, um den Verschmutzungsgrad in den Kabinen halt auch zu senken. Ja. Und wenn ihr jetzt anfängst, die Scheiße wieder hinzudrucken, hast du halt auch wieder das Problem mit der Verschmutzung. Ja, dann hast du aber vielleicht eine extra Kabine dafür. So, boah, hier sieht's ja aus wie Sau. Ja, also wie sich die NASA das vorstellt, als Basis nehmen sie den Open-Source-Drucker RepRap und der soll austauschbare Kartuschen mit Nahrungspulver bekommen und an der Düse soll das Ganze mit Wasser und oder Öl vermischt werden. Die Idee dahinter ist zum Beispiel, dass man den Pizzateig drucken könnte und der Pizzateig schon während des Drucks gebacken wird, quasi durch die erhitzte Düse. Okay. Was hat die NASA denn da so für ein Etat? 125.000 haben sie in den Entwicklungsauftrag quasi vergeben. Und ja. Na, solange sie nicht von der Tatsache irgendwie aufgehalten werden, dass RepRap jetzt erst von dem Konkurrenten aufgekauft wurde. Nein, das war MakerBot. War das so? MakerBot. Müsste MakerBot gewesen sein, ja. Okay, dann habe ich mich vertan. Ja. Nee, also wie gesagt, also eine Pizza zu drucken, könnte ich mir vorstellen, dass du quasi den fertigen Teig oder die Zutaten für den Teig so halb reinkippst,
und das durch einen Extruder quasi dann die Pizza druckt. Erstmal den Teig drucken. Der Teig wird gebacken, während er quasi aus der Düse kommt. Dann druckt er das und dann druckt er die Tomatensoße oben drüber. Dann kommt das Fleischersatzpulver. Dann das der Käse. Weißt du, ich kann mich nicht an diese Sache gewöhnen, dass du sagst, ich drucke den Käse. Das ist so irgendwie ein bisschen surreal. Ich drucke den Käse auf die Pizza. Ey, druck mir mal meine Pizza mit extra Käse. Das ist irgendwie strange. Das ich hätte gern Schuss extra Zwiebeln. Ja. Das ist irgendwie alles ziemlich abgefahren. Ja, irgendwie ist es schon krass. Die Idee finde ich ganz lustig. Also so eine Pizza, gut, ich denke mal, das wird länger brauchen, als den Teig selber zu machen und deinen Ofen zu schieben. Also erstens könnte ich mir vorstellen, wenn du dir Rapid Prototyping anguckst, dann darf man jetzt nicht sich vorstellen, wer der jetzt noch total unbeleckt ist bei dem Thema, dass du auf den Knopf drückst und nach 5 Minuten ist der Scheiß fertig. Nee. Sondern wir reden hier teilweise von Vorgängen, die mehrere Stunden dauern. Ja, je nach Größe des Objekts und Geschwindigkeit, wie man den Drucker einstellt. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die Pizza dann locker kalt ist. Oder so nach dem Motto, der Käse ist noch heiß, aber der Rest ist halt kalt. Ja, aber da kannst du ja einen Heizpad benutzen. Ja, wobei da halt auch wieder eine Effizienzgeschichte ist, ne? Ja, natürlich. Da sind wir ja noch gar nicht, wie effizient es überhaupt ist. Das ist wieder typisch wir, ne? Wir fangen schon wieder an, den Kopf zu machen, so. Ja. Naja, irgendwie strange, ja. Erst löst du Nahrung auf, machst daraus Pulver, schickst es ins All und dann drucken sie es wieder hin. Ja, aber ich denke mal, das hat mit der Haltbarkeit zu tun. Ja, das auf jeden Fall. Dieses Pulver, das wird haltbarer sein, weil es halt dehydriert ist, als jetzt die eigentliche Zutaten. Ja, hast schon recht. Wobei ich meine, du bist im All, ja. So wie du das Bier halt rausstellst auf dem Balkon, stellst den Nahrungskanister halt raus ins Vakuum. Ja. Ohne Heizung. Ja. Wenn das nicht dehydriert ist, dann weiß ich es ja auch nicht. Tief schockgefroren. Mhm. Ob das halt die Nahrung überlebt, ist die andere Frage. Ja, Details. Aber stell dir mal vor, du bist so auf dem Weg zum Mars und denkst dir, boah, ich habe jetzt so richtig Bock auf eine fette Pizza. Dann gehst du in die Küche. Ha, welche nehmen wir denn? Ich nehme jetzt die Käse, Mozzarella, irgendwas, Dings, Pizza, klick. Und dann fängt der 3D-Drucker an zu arbeiten. Ja, ist der nächste Punkt. Dann gehst du erstmal 6 Stunden und machst irgendwas anderes. Ja, dann fängst du halt, dann gehst du früh hin. Ich habe jetzt noch das zu tun und das. Und ja, in der Zeit könnte ich mir eine Pizza drucken lassen. Ah, nehmen wir mal die Klick und der Drucker fängt an. Ja, ist schon alles interessant auf jeden Fall. Ist natürlich auch irgendwie so schwer, diese Replikator-Geschichte aus Star Trek. Ja, hat mich auch irgendwie dran erinnert. Aber es wäre natürlich viel cooler, wenn irgendwie so sich das Zeug vor deiner Nase materialisiert. Im Sinne von cooles Licht, was sich um sich selbst rotiert. Und ja, eher nicht. Das wird wirklich gedruckt. Ja, aber es wäre cooler und es würde auch schneller gehen. Und es würde lustige Geräusche machen. Ja. Aber gut, lassen wir die Tracky-Ansicht der Sache hier. Boah, ich muss erstmal Licht anmachen. Wird schon wieder dunkel hier in der Bude. Ja, wird auch echt draußen. Das heißt, du darfst jetzt noch ein bisschen Text erzählen. Oh, ich darf Text erzählen. Cool. Ja. es werde Licht, hatte gerade gesagt. Jetzt ist er gleich wieder da. Ist er wieder da. Yay. Er ist wieder da. Ja, 3D-Drucker, Essen drucken. Finde ich interessant. Ja, würde ich mir nicht unbedingt zu Hause hinstellen. Ach, warum denn? Ja, wenn wir hier reden von nach dem Motto, ich habe Hunger und druck mir das in 5 Minuten hin, okay. Dann her damit, geiler Scheiß. Aber Faktor Zeit spielt hier einfach eine Rolle. Ja, überleg mal, warum drucken die 3D-Drucker momentan so langsam? Das kannst du mir wahrscheinlich besser erklären. Wegen der Genauigkeit.
Wenn du ein Teil druckst, willst du möglich, dass es schön ist, genau ist, nicht verläuft, keine Unebenheiten hat. Könnte ich jetzt nicht dagegen halten und das Argument bringen, von wegen, guck dir mal eine CNC-Fräse an, die rotzt das Zeug auch so dahin. Je nach Komplexität geht das recht fix. Natürlich. Aber du hast jetzt zum Beispiel bei diesen 3D-Druckern hast du zum Beispiel die Viskosität von dem Material. Ist außerdem ein unfairer Vergleich, weil das eine ist halt ein materialentfernendes Verfahren. Ja, Zerspannung. Zerspannung und das andere ist nun mal eine thermoplastische Formgebung. Genau. Und aber jetzt überleg mal, bei einer Pizza hast du diese Vorgaben, das ist dir scheißegal, ob die Pizza krumm und schief ist. Oder ob der Teig an der einen Stelle mal dünner ist. Ich habe gerade ganz komische Gebilde im Kopf. Du weißt, was ich meine. Vor allen Dingen ist dann so der Kommentar so nach dem Motto, welcher Idiot hat gesagt, das Auge isst mit. nee, wirklich. Bei der Pizza stelle ich mir das jetzt nicht so wichtig vor. Ich denke mal, die kann man sogar schneller drucken. Ich bin gespannt. Und vor allem für den Teig kannst du eine gröbere Düse nehmen. Ja. Weil du brauchst ja nicht so feine Strukturen. Das Ding kannst du im Endeffekt voll rausjagen. Also ich bin echt gespannt, was dabei rauskommen wird. Beziehungsweise ob die NASA uns da auf dem Laufenden hält. Ja, uns direkt nicht, aber... Natürlich, ich hätte nichts dagegen, wenn die NASA mich jetzt persönlich anschreibt. Ja, wir haben Ihren Podcast gehört. Sie haben sich für das Thema interessiert. Hier ist unser Material. Okay. Ja, wir haben sie dann mal in unseren internen E-Mail-Verteiler eingeklagt. Genau. Ja, träumen wird man noch dürfen. War klar, dass wir das gleich so auslegen muss hier. Okay, von der NASA zur nächsten staatlichen Behörde. Und zwar geht es um die US of A. Wer hätte das gedacht? Ja. Also, vielleicht gibt es ja immer noch Leute da draußen und einige Zuhörer, die ganze Sache mit Prism und Tempora und wie sie nicht alle heißen, nicht mitbekommen haben. Das wäre wirklich hart. Ich glaube, unsere Hörer sind voll im Bilde. Da gehe ich jetzt einfach absolut mal von aus, weil wenn ihr uns hört und um uns folgen zu können, wobei auch das ja wahrscheinlich relativ ist, aber naja gut. das Problem an Prism und Co., oder was heißt Problem, ne? Es sind halt digitale Systeme, die tonnenweise digital Daten abgegriffen haben. Aber wie sieht es denn auf analoger Seite aus? Speziell Post. Ja, sie haben Telefone abgehört. Wenn man es heutzutage noch analog nennen kann. Wobei es da ja eigentlich schwerpunktmäßig hauptsächlich um Verbindungsdaten geht. Ja. Das heißt, primär ist nicht der Inhalt des Gesprächs wichtig, sondern wer telefoniert mit wem und im Zweifelsfall auch noch wie lang. Ja. Aber du hast auf die Post abgespielt, also das gute alte Briefgeheimnis. Genau, und zwar hat die US of A, speziell wahrscheinlich, ja, wer jetzt genau dahinter steckt, geht meiner Meinung nach nicht so gut aus dem Artikel hervor. Wahrscheinlich FBI, weil FBI ist ja wie gesagt für die Inlandsgeschichten zuständig. Ja. Der hätten sie jetzt schlecht den NSA hinschicken können. Und die haben bei USPS, also United States Postal Service. Es ist vergleichbar mit DHL zum Beispiel, wie es bei uns jetzt hier heißt. Ja. Haben sie halt ein System laufen, das heißt Mail Isolation Control and Tracking, kurz MICT. Und die haben bei der automatischen Verarbeitung der Briefe und der Päckchen wohl Systeme, die das abfotografiert haben. Aha. Also den Absender-Empfänger. Mhm. Womit du dann wieder, sprich, auf die Verbindungsdaten zurückschließen kannst? Müssen sie ja eh machen. Was meinst du, wie die Sortiersysteme heutzutage funktionieren? Der Brief wird gescannt. Wird und wegsortiert. Wird maschinell quasi erkannt, deine Schrift, deine Handschrift. Also Respekt an diese Maschinen. Gar keine Frage. Auch klar, dass das so passiert, aber... Alles, was sie dann natürlich nicht erkennen, wird einem Mensch gegeben. Aber die Daten werden dann halt im Prinzip verworfen, weil sie nicht mehr weiter benötigt werden. Ja. Aber, diese
Also erstmal zu den Datenmengen. In einem Jahr, die das Ganze, es läuft wahrscheinlich schon länger, aber in einem Jahr sind ca. 160 Milliarden Sendungen erfasst worden von dem System. Hm. Was ich schon eine beeindruckende Zahl wieder mal finde. Und das Ganze wurde dann wahrscheinlich eben digital erfasst, verarbeitet und in einer Datenbank zugänglich gemacht. Und es ist doch ganz interessant, wie... Was für Kreise es zieht und wie scharf man eben auch auf solche Daten ist. Ja. Also man fokussiert sich nicht nur aufs rein Digitale. Und wer jetzt denkt von wegen, haha, ich wische euch einfach eins aus, indem ich wieder gute alte Briefe schreibe, das bringt euch auch nicht viel. Ja, du kannst ja denken, dass die Post das eh bei uns auch macht. Wie gesagt, die Briefe werden heute eh digital sortiert. Das heißt, das Zeug musst du eh schon verarbeiten. Und es dann noch zu speichern, ist eine Kleinigkeit. Es gab es jetzt nicht auch erst die News, selbst Leute, die nicht Kunden der Packstation oder ähnlichem sind, können sich demnächst per E-Mail einen Tag vor Sendungsempfang benachrichtigen lassen über Päckchen. Ja, irgendwas war da. Das ist ja auch ein klares Zeichen dafür. Ja. Das heißt, die ganzen Daten, die da anfallen, auch die Firmen lernen langsam zu begreifen, dass man damit noch ein bisschen mehr machen kann. Ja, sie missbrauchen. Ja gut, das ist ja noch ein Service am Kunden. Hm. Wobei 100 du halt, pro, 100 pro werden diese Daten auch bei uns abgeschöpft. Wobei du halt vorher ein Opt-in hattest, mehr oder weniger, wenn du gesagt hast, ich bin kein Kunde vom System, dann werde ich auch nicht weiter erfasst. Ja, aber das ist dann eben auch vorbei. Aber deine Adresse, von wen, was an wen geht, wird bei uns 100%ig auch erfasst. Dieses ganze Getue von der verdammten, bescheuerten Politik. Ach, wir wissen von nichts und oh Gott, ist das schlimm, ne? Das siehst du doch auch beim Thema Militär. Unsere Soldaten werden nach Afghanistan geschickt, aber sowas wie, allein das Wort ist schon immer kritisch zu bedachten, sowas wie Nationalstolz, in Anführungszeichen, gibt es hier in Deutschland halt nicht. Dass du sagst von wegen, ey, unsere Soldaten, die leisten da unten wirklich richtig tolle Arbeit und das gibt's bei uns natürlich nicht. Rückhalt im Volk, weil alle so, böse, Nationalstolz, Nazis. Ja, genau. Das ist krass. Ja, aber die Leute ist einfach so. Ja, aber das ist scheiße. Ich meine, natürlich ist es scheiße. Nationalstolz in einem Extrem wie bei den Nazis ist kacke. Das war doch nicht mal Nationalstolz. Ja, es wurde als Werkzeug benutzt. Natürlich. Einigen wir uns mal da drauf. Aber es wurde als Vorwand verwendet. Es ist wie mit allen Dingen im Leben. Zu viel von etwas ist nicht gut und zu wenig von etwas ist auch nicht gut. Ja. Und ich finde schon, dass das ein bisschen krass ist. Aber ja, ist jetzt ein anderes Thema. Aber ich finde, dass das haut in die gleiche Kerbe, wie unsere Politiker zu Dingen stehen. Und zwar gar nicht. Ja, im Endeffekt ist es so. Ich gebe dir Brief und Siegel, dass der BND, unsere Regierung und die ganzen Konsorten da oben an der Macht von diesem Scheiß gewusst haben. Du kannst mir weismachen, erstens, wenn der BND davon nicht gewusst hat, dann sollen sie den Scheißverein gleich abschaffen, weil dann hat er seinen Job nicht gescheit gemacht. Geheimdienste sind immer ein schwieriges Thema. Ja, hör mir mal zu. Ja. Das heißt, ihr bekommt es jetzt auf die Fresse, sozusagen, ja, ihr habt euren Job nicht richtig gemacht, ihr müsst uns vor sowas schützen. Und auf der anderen Seite, wenn sie jetzt zugeben, dass sie es gewusst haben, kriegen sie es auf die Fresse, ja, warum habt ihr uns nicht davor geschützt? Wie heißt er denn? Christopher Lauer, glaube ich? Also, kann sein. Namensvetter ist ja einer der Parteivorsitzenden, oh Gott, nee, Parteiabgeordneten der Piraten. Mhm. Genauer Titel kriege ich gerade nicht auf die Reihe. Ja. Der macht ja mit dem Holger Klein auch gelegentliche Podcasts. Heißt, glaube ich, Lauers Büro oder so. Weiß ich jetzt nicht. In der Vrindheit. In letzter Zeit höre ich ja wenig, weil Handy-Exidus und so. Auf jeden Fall. Und der ist wohl, weiß nicht, hat er das erzählt oder ist er auch mit in einem der Ausschüsse? Es gibt halt einen Ausschuss, der sozusagen für BND zuständig ist. Mhm. Oder allgemein so sicherheitsdienstliche Geschichten. Und das Problem ist einfach, dass viele
Politiker, die in diesem Ausschuss sitzen, was halt auch immer mal wieder wechselt, halt auch nicht immer so dicht halten, wie sie sollten. Ja. Das ist ein Problem. Das heißt, teilweise durch einen dummen Kommentar eines Politikers werden halt Ermittlungsarbeiten von mehreren Jahren relativ kaputt gemacht. Ja. Das heißt, in der Hinsicht schauen die Dienste halt auch schon, was sie wem erzählen. Und ja, es ist halt immer eine Frage des Kontrollinstruments, wie selbstständig solche Dienste natürlich agieren können. Ne? Aber überleg mal, glaubst du, wenn die davon gewusst haben, dass sie das nicht genutzt haben? Die Amis haben 100% unseren Politikern und unserem BND und was weiß ich Infos zugespielt. Na klar, man sollte sich sowieso immer gewiss sein, also in meiner Wahrnehmung, ja, traue niemanden in der Hinsicht. Ja. Die arbeiten alle nur ausschnittweise, soweit sie selbst einen Nutzen davon haben, miteinander zusammen. Das heißt, sie werden sich wahrscheinlich schon Informationen untereinander austauschen, aber bei weitem nicht alles. Mhm. Und dass der BND jetzt nichts weiter dazu sagt, ist wahrscheinlich auch ein Stück weit Selbstschutz. Natürlich. Wie gesagt, beim BND ist selbst die Speisekarte aus der Kantine geheim eingestuft. Oh mein Gott. Und wie gesagt, wenn es bei denen brennt, dann ist denen das auch scheißegal. Da wollen sie die Feuerwehr trotzdem nicht reinlassen. Das haben wir auch schon mal thematisiert. Ja. Und das sagt halt irgendwo schon eine Menge aus. Nee, ich finde halt dieses Geheuchel so auf die Art, ach, ist das ganz schlimm und die bösen Amis. Aber ja, wir haben die Vorratsdatenspeicherung, die drücken wir mal schnell durch. Na ja, aber die bösen Amis, aber wir wollen unsere Vorratsdatenspeicherung, ja, also. Ja, Moment. Weil Vorratsdatenspeicherung ja jetzt leider so negativ belastet ist, nennen sie es ja jetzt einfach umbenannt. Anders. Ne? Ja. Hast du gerade auf dem Schirm wie? Nee, leider naja, es nicht. Es heißt anders, aber es bedeutet das Gleiche. Ja, das finde ich so krass. Ich echt so denke, so hey, Bullshit-Bingo. Ja, absolut. Nee, also ich tippe mal drauf, da wird noch einiges jetzt auftauchen. Ja, ich bin jetzt auch mal gespannt, wie es mit Snowden weitergeht. Hängt hast er jetzt eigentlich immer noch? Ja, angeblich ist er immer noch im Transitbereich. Wobei, da habe ich jetzt vor kurzem was gelesen. Dieses Transitbereich ist ja so ein bisschen weitläufig und eine Grauzone. Das kann ja jeder so handhaben, wie er will. Jedes Land, oder wie? Jedes oder Land, ja. Flughafen. Na, jedes Land. Das heißt, der muss nicht mal wirklich an dem Flughafen sein. Die Russen könnten sozusagen sagen, pass auf, dieses Fünf-Sterne-Hotel da ist jetzt Transitbereich und da sitzt der dann drin. Okay, wann warst du das letzte Mal in einem Hotel? Weiß ich nicht. In den Hotels, in denen ich war, musstest du immer entweder Personalausweis oder deinen Reisepass vorzeigen. Ja, wenn da die Russen sagen, pass auf, nimm den mal auf, na. Sonst erhöhen wir deine Steuern. Ja, also, wie gesagt, da sind die Länder ziemlich frei, was sie so als Transitbereich definieren. Okay. Manche haben da so ein richtig klein, so ein ganzes Hotel mit Ärzten und was weiß ich. Also, das sind die guten Transitbereiche, die schlechten Transitbereiche sind eine Abstellkammer sozusagen. Aber die Russen könnten Snowden, also der muss nicht wirklich am Flughafen sein, deswegen wird wahrscheinlich keiner den zu Gesicht bekommen. Ja, weil gut, die Russen mal schnell irgendwie so eine Suite als Transitbereich ja, definiert jetzt, haben. Wäre jetzt natürlich auch ziemlich peinlich, wenn die wenn Snowden sozusagen unter der russischen Obhut vom CIA-Agenten gekillt wird. Ja. So, hey, ein Problem weniger. Weil ich denke mal schon, dass der jemand ist, der die Amis gerne beseitigt sehen würden. Natürlich, aber das können sie sich momentan nicht leisten, weil wenn der jetzt einen Unfall hat, wäre das ein bisschen auffällig. Ach komm, die Amis sind doch, oder allgemein die Staaten sind doch bei solchen Geschichten relativ schmerzfrei. Ja, ich weiß. So nach dem Motto, wir wissen auch nicht, wie er ertrunken ist in der Kloschüssel. Das passiert halt schon mal. Ja. Wie? Habt ihr noch niemanden gesehen, der mitten in der Wüste ertrunken ist? So, der Obduktionsbericht hat ergeben, dass er aus vollkommen natürlichen Gründen gestorben ist. Genau, er ist ertrunken. Wasser in der Lunge. Mitten in der Wüste. Das passiert. Er hat halt so gierig getrunken.
Es regnet halt nur einmal alle 10 Jahre, aber genau an dem Tag war er da. Genau. Es kann zwar keiner bestätigen, dass es da an dem Dach geregnet hat, aber der ist ertrunken in der Wüste. Dumm gelaufen. Ja. Naja, schon krass. Auf jeden Fall. Vor allem da auch dieses Umleiten von der einen Präsidentenmaschine. Oh ja, das hat ja Wellen geschlagen. Alter, oh, Lachs. Ja. Da gibt es ja auch schon Verschwörungstheorien. Ja, vor allen Dingen, die Österreicher haben ja gleich mal behauptet, dass sie sein Flugzeug durchsucht hätten. Ja. Dann ist aber, hat sich aber rausgestellt, laut geltendem Airportrecht und was weiß ich, den internationalen Abkommen, lalala, dürfen die das ohne die Erlaubnis gar nicht und die Erlaubnis haben sie nicht bekommen. Nee, das heißt, haben sie es trotzdem gemacht. Nein, haben sie nicht. Der Präsident hat selber gesagt, er hat ihnen den Zutritt zu seinem Flugzeug verweigert. Und das war es halt. Jetzt weißt du natürlich nicht, gab es sowas wie einen Bordservice. Wenn du umsteigst oder Zwischenlandungen machst, dann bekommst du ja sozusagen einen Service. Das heißt, die Maschine wird gereinigt und bekommt halt... Ja, das war ja eine Notlandung, glaube ich. Ja, gut, weißt halt nicht, ne? Ob es da irgendwie nochmal einen Technikcheck gab, wo sie dann eventuell Agenten reingeschnüffelt haben oder... Ja, du weißt halt nicht, haben sie ihn vielleicht wirklich an Bord gehabt? Oder ist vielleicht, ich weiß gar nicht, ob du die Dinger kennst, die Amis haben da so krasse Scanner, ähnlich wie die Nacktscanner, die mit so einer Technik arbeiten, in Fahrzeuge gepackt. Okay. Das heißt, die fahren dann halt mit diesen X-Ray-Fahrzeugen einfach an anderen Fahrzeugen vorbei und können dann eben reingucken. Okay. Extrem krasser Scheiß habe ich in meinem Ägyptenurlaub 2008 auch an einem Staudamm gesehen. Die ganzen Busse mussten an so einem X-Ray-Ding vorbei. Okay. Wo ich schon gedacht habe, so, okay, das ist fett. Auf der einen Seite dachte ich mir so, gut, dass ich keine AK in meinem Rucksack habe. Ja. Und auf der anderen Seite so, scheiße, Ami-Technik. Ja. Nee, ich, wie gesagt, sie haben ja angeblich wurde denen der Überflug verboten, aber irgendwie wissen die Länder nichts davon, dass sie das denen verboten haben. Vor allen Dingen von mehreren Ländern wohlgemerkt. Ja. Spanien, Frankreich, Italien. Da ist ja die Frage, reden sich die Länder gerade raus? Oder ist da was anderes gelaufen? Haben sie sich das vielleicht nur ausgedacht, um in Österreich landen zu können? Das ist auch zum Beispiel so eine Theorie. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle Flightradar. Ja. Flightradar hat vorgestern, müsste ich jetzt nochmal den Tweet raussuchen, gepostet, dass der irgendwie nochmal 200 Meilen zurückgeflogen ist. Weil diese Flugzeuge haben alle einen Sender an Bord, der die Position weiterschickt. Und diese Flightradar-Geschichten, die haben halt über die Welt verteilt Empfänger und werten das aus. Dadurch ist dieses Tracking auf Flightradar überhaupt erst möglich. Ja. Und dieses Flugzeug, die Präsidentenmaschine, hatte ebenfalls einen Tracker an Bord. Das heißt, eben die Flugroute kannst du dir eben auch dort angucken, ne? Ja, und das Interessante ist auch, die Franzosen haben ja dann gemeint, ja, wir wussten ja nicht, dass es die Präsidentenmaschine war. Warum habt ihr den Einflug verweigert, wenn ihr dachte, dass das Snowden an Bord ist? Und ja, also sofort, als wir das ja herausgefunden haben, dass es die Präsidentenmaschine war, die wir ja nicht reinfliegen lassen wollten, weil ja Snowden angeblich an Bord der Präsidentenmaschine war, von der wir nicht wussten, dass es eine Präsidentenmaschine ist, haben wir das Flugverbot sofort wieder aufgehoben. Ja. Okay. Diese Schmerzen. Ja, also was da momentan gerade abläuft, na? Hast du übrigens die Petition mit unterzeichnet, dass Snowden Asyl in Deutschland kriegen soll? Nein. Du? Nett? Noch nett, aber ich weiß wahrscheinlich. Ich finde es ja in Deutschland sowieso so ein Fuck-up, weil manche ja so pro USA sich bewegen und so sagen so, nein, der Snowden ist ja ein totaler Verbrecher und der gehört ja eingebuchtet und die anderen sagen, boah, und hier Whistleblower-Schutz und ja, dem müssen wir unbedingt helfen.
Ich finde die Begründung so geil, die die meisten Pro-Ami-Vertreter aufführen. Kennst du die? Ach so, er wäre kein politischer... Nein, noch geiler. Die USA ist ein Rechtsstaat und er hat ja seinen Arbeitsvertrag verletzt. Deswegen ist er böse und Verbrecher. Okay, wenn wir jetzt hier nach Vertragsverletzungen gehen, kriegen wir, glaube ich, alle dran. Ja, doch, das sagen viele. Ah, ich habe hier gerade einen Link gefunden zu diesem X-Ray-Fahrzeugen. Backscatter X-Ray Vans. Und das werden wir natürlich auch nochmal verlinken für euch. Okay, pack's mal gleich rein. Gedruckte, nee, das ist ja das. Wir sind ja gerade noch mit den Absendern. Ja. Okay. Ja, ich würde sagen, damit lassen wir das auch erstmal, diese Backscatter-Fahrzeuge. Mhm. Vielleicht finde ich da noch ein paar Informationen, stopfe ich okay. in die Shownotes, weil scheinen ja einige noch nicht zu kennen. Ja. Richtig, richtig böse Technologie, da habt ihr halt eben wirklich einen Nacktscanner auf 4 Rädern. Okay. Idee ist halt, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr eine Bombenmeldung habt oder den Verdacht auf verdächtige Fahrzeuge, ihr mit so einem Backscatter-Fahrzeug eben über einen Parkplatz fahrt und ganz bequem beim Vorbeifahren halt eben checken könnt, ob Sprengstoff oder Waffen da sind. Das sind so weiße Transporter. Die Fahrzeuge, die ich kenne, haben oben noch so ein tolles Blinklicht, so nach dem Motto: Vorsicht, ich bin aktiv. Wenn man sich das Fahrzeug so anguckt, scheint es auch recht großes Technik-Biest zu sein. Aber ja, find's auf jeden Fall krass, dass man sowas schon mobilisiert. Und wie gesagt, als ich an diesem Staudamm war und wir da dran vorbeigefahren sind, war mir schon ein bisschen mulmig. Kann ich verstehen, ja. Naja gut, die fangen dann schon so an, ja, das hier ist eine militärische Einrichtung und wenn wir euch beim Fotografieren erwischen, wird euch das Zeug weggenommen und lalala. Jeder gut. hat fotografiert. Ja, irgendwie haben einige fotografiert. Ich habe meine Kamera extra im Bus gelassen und habe gesagt, nö. Ja, kann ich verstehen. Ja, auf zum nächsten Thema, würde ich sagen. Ja, wir hatten vorhin schon mal ein 3D-Druck-Thema, und zwar mit Essen und NASA. Und vor kurzem, letzte Folge und vorletzte Folge und vorletzte Folge, irgendwie so mehrmals schon, hatten wir das Thema gedruckte Waffen. Und scheinbar haben jetzt israelische Journalisten das einfach mal getestet, haben sich so eine Waffe gedruckt. Die Liberator ist das übrigens. Ja, die Liberator. Und haben es in einem hochgesicherten Parlamentsgebäude einfach reingeschmuggelt. Was war es, die israelischen? Israelisch, ja. Ja, soll angeblich hochgesichert sein. Genau. Und sind auch an wichtige Persönlichkeiten bis auf wenige Meter herangekommen mit dieser Waffe. Noch kurz zur Info, die Liberator ist eine Einschusspistole. Das heißt, du hast kein Magazin oder keine Trommel. Kannst damit wirklich fire and forget. Ja. Das einzigste Problem, glaube ich, bei der Liberator ist der Pin. Der Pin, der bei der Patrone das Zündhütchen anschlägt. Mhm. Der sollte nämlich aus Metall sein. Da ist Kunststoff wohl nicht geeignet. Das ist aber, könnt ihr euch vorstellen, wie ein besserer Nagel. Ja. Und den kriegt ihr wohl eben auch noch durch die Security durch. Eben. Da frage ich mich eher, wie haben sie die Patrone durchbekommen? Ja, das hatte ich mich auch schon gefragt, aber so eine Patrone, 9 Millimeter. Ja, also es stand nicht dabei, ob sie überhaupt die Patrone mit reinbekommen haben. Ja, das hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gestört, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie es geschafft haben, weil eine 9 Millimeter Patrone... Die kannst du verstecken. Vor allem Journalisten, das kannst du in der Kamera irgendwo in der Technik verstecken. Ja, genau. Und ja... Finde ich schon ziemlich krass. Und ich denke mal, das wird auch dieses ganze 3D-selbstgedruckte Waffen noch mehr anheizen. Aber weißt du was, ich finde es immer ein bisschen krass, wenn du mal so guckst. Die Technologie gibt es quasi schon. Ja, die gibt es schon ewig. Du kannst es dir einfach und leicht herstellen. Wieso passiert eigentlich nicht mehr? Weil es unhandlich ist. Weil es teuer ist. Weil es aufwendig ist. Du bekommst eine AK legal?
Ich meine damit einfach so Sachen. Illegal einfacher als sowas. Ich meine damit so Sachen wie zum Beispiel, warum hat noch kein Terrorist sich eine Drohne geholt, hat da Sprengstoff draufgepackt, GPS und hat's losgeschickt. Warum hat noch keiner einen Liberator genommen, ist in irgendein Parlament spaziert und hat einfach Leute erschossen. Oder hat ein Flugzeug übernommen oder sowas. Das sind alles so Extremen, die dir ständig von den Medien unter die Nase gerieben werden. Aber unterm Strich es halt keine wirkliche praktische Umsetzung der Sache gibt. Ja, was nützt denn, mal ernsthaft, wenn du kein Attentäter bist, nützt dir diese Waffe gar nichts. Ja. Und selbst ein Attentäter wird bessere Waffen zur Verfügung haben als eine billige, selbstgedruckte 3D-Waffe. Ja, aber die bietet dir halt den Luxus, wie gesagt, an der Security vorbeizukommen. Mit einer normalen Faustfeuerwaffe komme ich da eben nicht mit dran vorbei. Es gab schon immer Faustfeuerwaffen, die du an Security vorbeigebracht hast. Es gab Waffen aus Keramik. Ja, gut. Es gab Waffen aus anderen Materialien. Das gab es schon immer, Chris. Klar, aber das ist halt eine absolute Low-Cost-Geschichte. Ja, ist es wirklich so Low-Cost? $30. Ja, die Waffe zu drucken, das Material. Aber du brauchst den 3D-Drucker, du musst ihn einrichten, du musst ihn laufen lassen, du musst mehrmals versuchen, das Ding zu drucken. Du musst Ahnung davon haben, du musst dich in die Materie einarbeiten, das sind Aufwände und Kosten, da hat einfach keiner Bock drauf. Meinst du, selbst Attentäter und Terroristen sind faule Schweine? Natürlich. Also wenn ich mir angucke, da ist es doch einfacher, eine Waffe für ein paar hundert Dollar auf dem Schwarzmarkt zu kaufen, als für ein paar tausend Dollar einen 3D-Drucker sich herzuholen. Ja, das muss man halt langfristig sehen. Oder auch nur das Risiko eingehst, dich selbst mit der Waffe umzubringen. Ja gut, das ist ja bei so einer Aktion, bei einer Einschusswaffe wäre das ja sowieso eine reine Selbstmördergeschichte, mehr oder weniger. Ich meine, ja. Du bist in den Knast gesteckt und wahrscheinlich wärst du mit Selbstmord noch besser dran. Ja, aber selbst das könntest du nicht machen, weil du nur eine Patrone hast. Ja, da wären wir gleich ein zweites. Müsstest du zwei dabei haben. Ja, und schnell genug nachladen, das wirst du aber nicht schaffen, weil sich alle auf dich stürzen. Nein, zwei Waffen. Ja, oder so. Aber ich weiß nicht, ich meine damit halt von der Kernaussage, in Anbetracht der vielen Technologien und die Möglichkeiten, die die Technologie bietet. Ja. Und in Anbetracht der Tatsache, dass es so günstig ist, dass es im Vergleich zu einer echten Waffe und von den Möglichkeiten, die die Waffen liefern, eigentlich unschlagbar ist, ist eigentlich verdammt wenig passiert bisher. Ja. Und vor allem dein Argument mit den Drohnen und so. Wo willst du wissen, ob die Terroristen jetzt schon Modellflugzeuge oder sonstiges benutzt haben und Sprengstoff dran geklebt haben? Wahrscheinlich, weil es keinen Spaß macht, weil die Militärfahrzeuge dermaßen alles zuspammen, die Frequenzbänder, dass das Ding sowieso vom Himmel fällt. Erstens das, aber selbst wenn es autonom wäre, ist es den Aufwand überhaupt wert? Ja, es ist definitiv. Du musst dir überlegen, die Dinger kosten trotzdem Geld. Ja, gar keine Frage. Aber und überleg mal, dir den Sprengstoff, klar, da kommen sie ran. Aber wenn du die Wahl hast zwischen einem dummen Menschen, der sich freiwillig opfert, und einem Teil, das du vielleicht für $800 kaufst und es dann nur einmal einsetzen kannst, das auch noch auffälliger ist als ein Mensch. Na gut, die Taliban in Afghanistan zum Beispiel haben ja ihre Strategie wohl offenbar grundsätzlich geändert. Früher gab es wohl recht komplexe Hinterhalte. Wird schon irgendwie so stimmen. Ja. auf jeden Fall sind die halt wohl von den Hinterhalten komplett weggerückt und benutzen jetzt verstärkt halt nur noch IEDs. Was für Dinger? IEDs, Sprengladungen. Ach so, okay. Also es sind halt mit konventionellen Mitteln eben die Klassiker, wie von wegen Düngemittel und so weiter. Ja. Yeah. Und dann gibt es die sogenannten Cablemans. Das heißt, in den jeweiligen Provinzen werden Cablemans rekrutiert, die halt wissen, wo der Zünder ist. Und die werden dann eben dahin geschickt und zünden die ganze Scheiße. Mhm.
Das sind halt teilweise Kinder, die da rekrutiert werden für den Mist. Aber schau mal, der Aufwand ist doch viel kleiner. Ja, klar. Ist allein von der Aufwandsabschätzung. Du müsstest die Drohne programmieren, du müsstest sie testen, du müsstest sie fliegen. Ja, es lohnt sich. Es sind Dinge, die sich auch nur für hohe Prioritätsziele, wo sich das wirklich lohnt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so Sachen habe wie ein öffentlicher Auftritt eines hochrangigen Tiers, ja, dann muss ich, um den zu killen, so oder so einen hohen Aufwand treiben. Und für solche Sachen würde sich sowas definitiv lohnen. Wenn ich jetzt natürlich nur in Anführungszeichen eine Militärkolonne, die auf Aufklärung ist, angreifen will, dann würde ich mir natürlich nie die Mühe machen, da mit einer Drohne anzufangen. Aber die ganzen hochrangigen Ziele, überleg mal, da kommst du gar nicht so ran. Und selbst so ein Teil, das muss erstmal eine gewisse Strecke fliegen. Und bis du da überhaupt bei dem Ziel bist, ja, ist eine haben Frage. Sie das Teil schon lang vom Himmel geholt. Ich denke mal, es ist eine Frage der Fallgeschwindigkeit. Ich würde, denke ich mal, sagen wir mal, es ist ein Open-Air-Event, dann würde ich möglichst hoch über dem Ziel mich positionieren, dann einfach nur noch mit brutaler Gewalt abwärts. Da ist halt auch wieder die Zielgenauigkeit wichtig. Wieso? Das ist mir doch egal. Ich bin Terrorist. Ich spreng alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Und wenn ich 30 mehr erwische, umso besser. Da geht es mir ja nicht um einen, wie die Amerikaner es immer so schön verkaufen. Collateral Damage. Oder. Nein, um einen präzisen Präzisionsschlag. Über einen skalpellartigen Kill. Eingriff. Ja, das sind so Sachen. So, je mehr, desto besser. Ja. Ich kann es dir nicht sagen, warum. Entweder machen sie es oder sie machen es nicht. Oder wir bekommen es nicht mit. Also ich meine, ich bin ja froh drüber, ja, weil das sind Technologien, die mich interessieren, mit denen ich mich gerne beschäftigen würde, auch ohne gleich als Krimineller abgestempelt zu werden. Ja, wenn es der Erste versucht, ist es eh am Boden. Aber ja, es überrascht mich einfach enorm. Wie gesagt, vielleicht wird es ja auch einfach totgeschwiegen, wobei ich mir das nicht vorstellen kann, weil das kann man halt toll aufputschen und kann damit schnell Gesetze durchboxen. Ja. Aber dafür, dass jetzt so lange schon so ein Hype um solche Sachen gemacht wird und es aber kein... Überlege mal. Nehme an, die Amis wüssten von solchen Anschlägen, von solchen Drohnen bzw. Modellflugzeugen. Glaubst du, bei ihren Drohnenprogrammen würden sie es zulassen, dass sowas an die Öffentlichkeit kommt? Naja, solange sie die Drohnen in der Hinsicht benutzt haben, natürlich nicht. Gar keine Frage. Aber yeah. Ich rede ja auch jetzt eben nicht von staatlichen Mächten, sondern eben von... Nein, nehme an, es würde rauskommen, die benutzen schon seit Ewigkeiten Modellflugzeuge und Drohnen, um diese Anschläge zu machen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Amis sagen, pass auf, wir brauchen unsere Drohnen, um Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Oder es wird eine Debatte losgetreten, dass Drohnen scheiße sind und dass sie verboten können. Ja, so ist das wohl. Und ja, es ist eine gute Frage und ich könnte es jetzt auf einmal nicht beantworten. Ich glaube, das sind so komplexe Sachen, da müsste man echt gucken, wie sich das in Zukunft entwickelt, weil... Oh, hier kommt gerade die Nachricht rein auf Twitter, N24, NSA-Enthüller auf der Flucht, Snowden wird kein Isländer. Also haben die Isländer wohl den Asylantrag ebenfalls abgelehnt. Okay. Naja, gut, dass diese eher westlich orientierten Länder ihm kein Asyl bieten, kann ich mir vorstellen, weil die einfach auch keinen Bock haben auf den diplomatischen Stress mit den Amis. Ja, aber was wollen die Amis machen? Mal ernsthaft. Ja, die wollen sich halt allgemein nicht verscherzen. Du weißt halt nicht, was sind da so für Verträge und tralala. Ja, das ist natürlich die andere Frage. Was läuft da im Hintergrund ab, was wir gar nicht wissen? Naja, das sind halt so Sachen, die sich ja eben auch Julian Assange, ich will ihn mal anders aussprechen. Naja, auf jeden Fall, das hat er sich ja eben auch auf die Fahnen geschrieben, Wissen frei zu machen und eben auch gerade dieses Geheimwissen. Ist ja auch noch so eine Geschichte. Vor allen Dingen, das Problem ist halt immer,
diese Pseudogesellschaft, in der wir leben, wo die halt ständig die Rechtsgesellschaft, die demokratische Rechtsgesellschaft unter die Nase gerieben wird. Und wenn solche Fälle hier kommen, wo man halt, wo auch ein Blinder mit dem Krückstock erkennt, wie man so schön sagt, wie viel Recht und Gesetz in dieser Demokratie eigentlich wert ist, wenn den Staaten irgendwas nicht in den Kram passt, dann wird es halt so oft hin und her gedreht, bis es halt passt. Was nicht passt, wird passend gemacht. Hauptsache, oder wie oft sich unsere Politik hinter ihren Gesetzen versteckt. Das teilweise auch. Ja, es ist erschütternd. Natürlich. Aber gut, wollen wir jetzt hier nicht auch noch näher drauf eingehen, glaube ich. Ja, wie gesagt, gedruckte Waffen, israelische Journalisten haben es gepackt, haben den Liberator da reingeschmuggelt. Die Sicherheitsbehörden der Israelis waren wohl mehr als entsetzt bei dieser ganzen Geschichte und versuchen jetzt neue Konzepte zu erarbeiten, um ihre hochrangigen Leutchen auch besser schützen zu können. Ich denke mal, das läuft auch da wieder in Richtung Nacktscanner hinaus, weil da kann man dann wieder in Richtung Mustererkennung, Software und so weiter gehen. Beziehungsweise kann halt eben anhand der Form schon die Funktion ganz gut erkennen. Ja. Wobei es ja demnächst auch Drucksoftware geben soll im Rapid-Prototyping-Bereich, die potenziell Waffen erkennen soll und dann nicht mehr druckt. Okay. Ja, aber im Open-Source-Bereich wirst du das nicht machen können. Ja, das ist korrekt. Aber es gibt und jetzt schon Hersteller. Die Software, die auf dem Drucker läuft und die das Ganze macht, ist jetzt nicht so komplex. Ja, aber es gibt halt, gab wohl irgendwie in der Vergangenheit einen Hersteller auf jeden Fall, der das angekündigt hat, seine Software dahingehend zu verändern, dass der Druck von 3D-Teilen für Waffen nicht mehr möglich sein soll. Ja, dann will ich was bauen, was ein waffenähnliches Teil enthält, dann habe ich die Arschkarte gezogen oder was? Ja, das Teil soll so gute Algorithmen haben, dass es das angeblich erkennt und alles ist möglich, nur halt Waffen nicht. Yeah. So, das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Genau. Genießt es einfach. So, auf zum nächsten Thema. Es geht diesmal nicht um 3D-Drucken, sondern um Virtual Reality. Kurz VR. Genau, VR. Oculus Rift. Auch eins unserer Dauerthemen. Scheiß Sprachkaris. Wir haben ja schon vom Ventil, also von Valve oder wie man es auch immer ausspricht, ich weiß es bis jetzt noch nicht. Du als Englisch-Freak? Ja. Haben ja diverse Spiele für die Oculus Rift schon angepasst. Und scheinbar haben sie jetzt ihr Source SDK, also das Engine SDK für ihre Spiele, auch für Oculus Rift angepasst. Kurz so als Zwischenwurf, dieses SDK benötigt ihr halt, wenn ihr jetzt sagt, von wegen, ich will jetzt einen Mod für Half-Life basteln oder ich will für Team Fortress 2 einen Mod bauen oder. Sprich für die Leute, die Modding interessiert sind. Nichts für den normalsterblichen Zocker, nur was für Coder. Genau. Und wie gesagt, es ist jetzt Oculus Rift fähig. Das heißt, alles, was auf der Source Engine basiert, ob es jetzt Mod ist oder ein Spiel, ist theoretisch damit Oculus Rift fähig. Was natürlich aus den richtigen Spielen wie Portal, Portal 2 und Co. jetzt gemacht wird. Ich glaube, Portal haben sie noch nicht portiert, oder? Boah, bin ich überfragt, ehrlich gesagt. Bin in letzter Zeit auch nicht so fit bei den Spielen. Also ich glaube, Team Fortress weiß ich auf jeden Fall. Aber mehr wüsste ich jetzt nicht. Hast du deine Oculus Rift, die Developer-Version eigentlich inzwischen? Nee, aber die wird jetzt im Laufe der nächsten Monate hoffentlich ankommen. Mein Gott, wie viele Vorbesteller waren denn da, dass du da sehr so lange viele drauf warten musst? Ich glaube, die haben jetzt Ende dieses Wochenendes wollen sie alle Bestellungen von 2012 abgearbeitet haben. Okay, heftig. Weil da gab es ein paar Lieferschwierigkeiten. Krass. Naja, nur schade, dass es halt immer noch die geringe Auflösung ist. Ja, scheiß doch drauf. Aber ich freue mich schon. Jetzt auf der E3 haben sie jetzt die Full-HD-Version das erste Mal gezeigt. Oh, cool. Ist vollkommen an mir vorbeigegangen. Ja. Ich hoffe ja, dass du sie bis November hast und ich dann mal in den Genuss komme. Ja, hoffe ich auch.
Und für alle, die nicht warten wollen, bis die Oculus Rift in der Voll-HD-Version und für bezahlbares Geld in den Handel kommt, kann man sich einfach eine VR-Brille selber drucken. Cool. Echt? Wie soll das gehen? In der aktuellen CT ist ein Artikel dazu. Wow. Ja, was? Ja, ich hab dir den Artikel geklaut. Warte mal. Ich muss mir gerade hier die Reihenfolge anpassen. Warum machst du sowas? Weil ich dich sabotieren will. Ja, ich merke das schon. Ich klicke hier vor allen Dingen gerade so rum, so zack, Text weg. Schon so, ah! Hör auf, mich hier zu trollen. Falls ihr es gerade mitbekommen habt, Chris hat gerade ein bisschen die Reihenfolge nicht eingehalten von unseren Shownotes. Und damit ich das nachher nicht verplan, habe ich jetzt auf die Schnelle den Text ausgeschnitten und umkopiert. Ja, und da wir hier in unserem Piratenpad sind, passiert es halt live und das ist dann immer so. Ja, also Chris hat dann scheinbar gerade eben rumgeklickt und hat gedacht, er hat jetzt das Thema gelöscht. Ja, wenn ich schon mal rumklicke, hey. Okay, genau. Back to topic. Da hat sich jemand gedacht, von wegen virtuelle Brille selber bauen, wäre irgendwie schon ziemlich geil. Hat sich umgeguckt und festgestellt, dass es auch eine Community gibt, die da recht aktiv ist. Hat sich aber gedacht, das muss doch auch irgendwie alles besser und leichter gehen. Und hat das eben wieder mal in Verbindung mit Rapid Prototyping gemacht. Wer hätte es gedacht? Faszinierend an seinem Konzept ist, es kann so einfach sein, so dieser typische Gedanke, so man kann es kompliziert machen und es ist geil, aber man kann es auch so verdammt einfach machen. Ja. Und das ist etwas, was er dort getan hat. Und zwar hat er halt ein Gestell für eine, besser gesagt, ein Smartphone-Halter sozusagen als Brille. Das könnt ihr euch komplett drucken, könnt ihr so ungefähr mit 60 Euro Kosten rechnen. Das Ganze ohne ist wohl Drucker. Natürlich ohne Drucker, reine Materialkosten. Mhm. Wenn ihr euch an einen Fabber, an einen Fablab, wie sie sich schimpfen, wendet, dann kommt ihr schon teurer, so um die 150 Euro aufwärts. Auf jeden Fall, wie gesagt, das ist halt ein erweiterter Handyhalter, einfach mit zwei Kunststofflinsen. Das Schöne ist auch für Brillenträger, dass es so konstruiert ist, dass ihr die Linsen verschieben könnt und an eure Sehstärke perfekt anpassen könnt. Cool. Soll super funktionieren. So, und der eigentliche Gag ist jetzt halt, dass ihr halt eben ein Smartphone da reinsteckt und dank der Software, die er dafür geschrieben hat, soll das wohl recht verzögerungsfrei gehen. Und ihr kommt dann schon in einen VR ähnlich, also es soll ähnlich sein wie die Oculus Rift, auch von der vom Bildausschnitt. Hm. Ja, und ist ja im Endeffekt die gleiche Auflösung und das gleiche Seitenverhältnis. Der Entwickler hat wohl eine Vergangenheit und hat wohl hier schon im Bereich, ja, ich weiß nicht, wie schimpft sich, ich will nicht E-Sport sagen, hier so Fußballroboter-Dingsi gearbeitet, ist also mit Sensorik und so weiter schon vertraut. Hat halt für Android-Smartphones das Ganze programmiert. Hat ein Plugin geschrieben für die sogenannte Unity Media, ich bin auch schon verkorkst hier. Für die Unity Engine. Die es dir wohl ermöglicht, dass du einfach in dein vorhandenes Spiel eine zweite Kamera aufnimmst. In die Kamera ziehst du halt sein Script-Plugin-Dingsi und fertig ist die Implementierung. Ah ja. Er hat das Ganze in C implementiert, weil er hat gesagt, Java Hardware ist scheiße. Genau, Java ist scheiße. So läuft das nicht. Das Schöne an einem Smartphone ist seiner Aussage nach, dass du halt den Vorteil hast, dass die Sensoren relativ CPU-nah angebunden sind. Das heißt, das du stimmt, hast nicht ja. so viel Probleme mit Latenzen wie zum Beispiel an einem PC. Ja. Wo noch zigtausend Komponenten dazwischen hängen. Und ja, es soll halt wohl sehr gut performen und richtig Laune machen. Und er hat wohl eine Firma gegründet, die sich jetzt aber nicht vorgenommen hat, diese Brille irgendwie großartig, supermäßig zu vermarkten. Sie wollen später noch sozusagen professionell hergestellte Brillen herstellen und verkaufen, aber da wollen sie jetzt nicht so super Gewinn dran machen, sondern sie haben sich halt auf die Fahne geschrieben, Geld zu verdienen mit Spielen. Der Typ scheint halt ein wirklicher Freak zu sein und sagt von wegen, die Spiele, von denen ich schon immer geträumt habe, die will ich machen, damit ich jetzt eben meine Träume leben kann. Interessante Idee. Finde ich auch ganz interessant vom Ansatz her, quasi das Handy zu verwenden, weil du ja im Endeffekt schon einen Rechner drin hast. Kannst dich frei bewegen, hast keine Kabelbox dabei und so. Einziger Kritikpunkt, den ich habe, ist, die 3D-Leistung ist zu schwach.
du brauchst eine gewisse Wiederholfrequenz von den Bildern, dass dir das, der Eindruck flüssig vorkommt. Du, also die Oculus Rift läuft, glaube ich, gerade mit 60 Frames. Und mehr ist besser. Und ich glaube kaum, dass die meisten Handys bei den Programmen bei solchen Auflösungen 60 Frames packen. Oder also in dem mehr. Artikel, Entschuldigung, in den Artikel haben sie eigentlich das Ganze offenbar auch nur mit Flaggschiffen getestet. Waren zwar schon auch angestaubtere Flaggschiffe dabei, aber Flaggschiffe halt. Ja, trotzdem, du musst dir vorstellen, dementsprechend krude, ich kann es dann anders ausdrücken, dementsprechend scheiße sieht halt dann die Software aus, um auch diese Geschwindigkeit herzubekommen. Möchte ich? Weil du hast ja nicht nur die Sensorlatenz an sich, also von dem Sensoreingabe bis zur Verarbeitung, sondern du hast ja auch die Latenz zwischen zwei Bildern. Ja klar, gar keine Frage. Ist mit Sicherheit ein berechtigter Punkt. Er hat auch selbst gesagt, von wegen die Smartphone-Leistung steigt ja doch zusehendlich. Ja. Und das ist wohl auch ein Punkt, auf dem die ganze Sache eben basiert. Ohne eine erkennbare Entwicklung hätte er sich wahrscheinlich nicht dazu hinreißen lassen. Also er rechnet auch stark damit, dass das etwas ist, was in nächster Zeit nur besser wird, aus seiner Sicht. Von daher, wie gesagt, ist mit Sicherheit ein berechtigter Kritikpunkt. Ich bin bei solchen Sachen immer so, ich würde es gerne selber erstmal testen, mir mal einen Eindruck davon verschaffen, bevor ich dazu sage, taugt oder taugt nicht. Ja. Aber ich finde es halt cool, weil ein Smartphone hat eigentlich jeder technikinteressierte Freak in der Tasche. Und stimmt mal schon. Eben selbst so ein Ding ausdrucken in 6 Stündchen oder so, schon ziemlich geile Idee. Ja. Ja, auf zum nächsten. Auf zum nächsten. Und zwar Oculus Linux. Genau, noch ein Oculus-Thema. Wir hatten ja schon so wenig davon. Es gibt jetzt, also Oculus hat ein eigenes SDK, das sie anbieten, um dir die Integration in diversen Engines und so zu erleichtern. Das heißt, die nehmen dir die Berechnungen für die 2 Kameras ab, die perspektivische Korrektur und was weiß ich. Und dieses SDK gibt es jetzt schon länger. Und das gab es bis jetzt, glaube ich, nur für Windows und für Mac. Und jetzt gibt es auch eine Linux-Version dafür. Das heißt, Oculus Support auch auf Linux-Ebene, wobei man von dem Support, ja, war eh schon gegeben, da das normales User-Interface-Device war, also HID, sowas wie eine Maus oder Tastatur, ist also sowas relativ standardmäßiges. Und die Oculus wird ja auch nur als Bildschirm quasi angesteckt, also es ist jetzt keine fancy super Hardware. Und ja, also laufen. Haben wir jetzt auch Linux-Support vom SDK, also von der Software her. Weißt du, ob die Sensordaten auch über die HID-Schnittstelle laufen? Nein. Hätte mich auch gewundert. Doch, das ist die HID-Schnittstelle. Also die, ich tippe drauf, dass die Sensordaten über so ein Standardprotokoll laufen. Okay. So ein Standard-USB-Protokoll, weil das einfach am einfachsten wäre, dass es als eine Art Maus oder Joystick mit so und so vielen Achsen erkannt wird. Ja, leuchtet ein. Oder sie haben was Eigenes geschrieben, um die Latenzen kleiner zu kriegen, das weiß ich nicht. Na, da kannst du uns ja mit Sicherheit dann mehr zu sagen, wenn du sie dann mal hast. Ja, genau. Wie gesagt, gibt es jetzt das Linux SDK. Zusätzlich haben sie jetzt einen Profilmanager mit eingebunden. Und zwar gab es immer das Problem, jedes Spiel musste gewisse Parameter wie Pupillendistanz, Sichtwinkel und was weiß ich, musstest du pro Spiel, pro User quasi selbst ändern. Vor allen Dingen auch erstmal rausfinden. Genau, also musstest so eine Art Kalibrierung laufen lassen pro Spiel, weil jeder sein eigenes Süppchen gekocht hat, weil es keine zentrale Stelle gab. Das hat sich jetzt geändert mit dem neuen SDK. Jetzt gibt es einen zentralen Manager, der diese Parameter und Profile verwaltet. Das heißt, mehrere User können diese Konfiguration für sich durchlaufen lassen, können es als Profil abspeichern
Und die Spiele können es wahrscheinlich über eine Schnittstelle dann abfragen. Da kann man dann auswählen, ja, welches Profil willst du verwenden? Und dadurch kann man dann das ziemlich vereinfachen, weil wir wahrscheinlich auch eigene Daten hinterlegen können, wie, ja, wie will ich steuern? Will ich mich mit Oculus komplett drehen? Also, dass meine Figur auch in die Richtung läuft? Oder will ich damit zielen und so weiter? Genau. Das heißt im Endeffekt, dass du als Endanwender halt einmal dein Profil erstellst. Genau. Und danach halt deine Spiele spielen kannst, ohne dich weiter nochmal darum kümmern zu müssen. Richtig. Im Optimalfall. Also bei zum Beispiel Team Fortress, beim Zweier musstest du einen Konsolenbefehl eingeben und danach hat sich so eine Kalibrierung geöffnet, wo du sagen musstest, ja, ich habe jetzt auf dem rechten Auge einen weißen Balken und musstest so lange den verschieben, bis du den gesehen hast, so im Augenwinkel. Das musstest du dann mit anderen Balken machen und dann musstest du das so anpassen, dass das quasi, und dadurch hat er dann die Interpupillendistanz berechnet und hat dadurch die Kameras angepasst und so weiter und so fort. Das heißt also auch, dass du dich dann im Prinzip in der Version, also erstmal, die Entwickler wurden mit dem Problem allein gelassen sozusagen. Fürs Erste, ja. Zweitens, du als Endanwender musstest dich dann mit den Implementationen, mit den individuellen Implementationen der Entwickler wiederum rumärgern. Richtig. Das heißt, du musst dich jedes Mal darauf einschießen, wie von wegen, was meint der Entwickler denn damit? Ja. Und wir wissen ja, dass nicht jeder Entwickler so auf User-Eingaben spezialisiert ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Genau. Und das Ganze haben sie jetzt quasi mit diesem Manager, tippe ich drauf, dass es dazu eine API gibt für die Spieleentwickler. Das wäre schwachsinnig, wenn es so einen Manager sonst geben würde. Dass es einfach auch vereinfacht wird und zentralisiert. Naja gut, ich glaube zwar, dass trotz dieses ganzen 3D-Hypes und so solche Sachen wie VR-Brillen, Oculus Rift, auf jeden Fall die nächsten 10 Jahre noch eine Nische bleiben. Ja, ich finde die Technik einfach interessant. Gar keine Frage, da brauchen wir uns nicht drüber zu streiten, da gehen wir den gleichen Weg, aber... Ja, warte mal, stell dir mal vor, scheiß auf Beamer, setz dein Oculus Rift auf und du bist in einem virtuellen eigenen Kino, wo eine Leinwand vor dir ist. Ja, reizvoll. Aber da hängen viele Faktoren von ab. Das Ding muss über lange Zeit gut tragbar sein. Es ist ja nicht schwer, ja. Es darf nicht schwer sein, genau. Und ja, was weiß ich, es darf mein Gesichtsfeld zum Beispiel nicht so beeinflussen, dass wenn ich mal was trinke. Ja, ja, aber. Die Usability muss halt schon verdammt gut sein, dass du sowas. Ja, aber du musst dir vorstellen, du setzt diese Brille auf in deinem Wohnzimmer und kannst dich dann im virtuellen Opernsaal. Bist du wahnsinnig? Weißt du überhaupt, wie viel Scheißarbeit ich mit den Kabelkanälen und so hatte? Und jetzt kommst du mir mit sowas? Nee, aber die allein, stell dir vor, du bist ein Opernfan. Aber du kannst zum Beispiel nicht in eine Oper gehen, weil du gehbehindert bist oder weil du ans Bett gefesselt bist oder was weiß ich. Ich sag dir, die Pornoindustrie wird sich drüber freuen. Ja, genau. Du setzt dir deine Oculus Rift auf und bist in einem riesigen dreidimensionalen Opernsaal. Der Opernsänger ist vor dir. Du kannst dich umschauen. Du kannst der Oper in 3D zuschauen. Oh, das muss so geil sein. Aha. Ich würde das auch glatt filmen wollen, wenn du deine erste Oper genießt. Nein. Ja, die Pornoindustrie ist auch sehr interessiert dran, wie du schon gesagt hast. Ja. Gut. Lassen wir das dann mal. Wie gesagt, ich warte immer noch auf meine Oculus Rift. Es steht drauf, sobald eine Charge da ist, bekomme ich das. Also es steht ready da. Was das jetzt genau bedeutet, habe ich bis jetzt noch nicht rausgefunden. Das wird wohl Sinn der Sache sein. Es heißt wahrscheinlich so auf die Art, warte, bis es auf Lager ist, mal so in anderen Shop. Sprachen. It's done when it's done. Ja. Und ja, wie gesagt, sobald ich sowas hab, berichte ich drüber. Ja, was sollen sie machen? Sollen sie deine Query-Nummer rausgeben? Du bist in der so und so vielste. Ja. Die habe ich, glaube ich, sogar. Okay. Wahrscheinlich mit einer Seriennummer auf der Oculus. Natürlich. Ey, hast du schon mal gesehen, wie die Entwickler Dinge ankommen? Nein.
Die kommen in einem geilen schwarzen Koffer mit Schaumstoffeinlagen, die genau auf die Oculus Rift zugeschnitten sind. Wie viel kostet die Entwickler Oculus nochmal? 300 noch was. Aha. Keine weiteren Fragen. Wobei, wenn ich das jetzt so betrachte, meine 50D kam nicht in so einem geilen Gehäuse. Ja, und die hat genau das gleiche gekostet. Nein, wesentlich mehr. Ja, das stimmt. Oh ja, stimmt. Ich kann mich jetzt wieder grob dran erinnern. So, willst du das offen in meinem Auto liegen lassen? Ja, warum? Ja, jetzt ist dein Auto halt mehr doppelt so viel wert. Ja, der war böse. Gut. Ich glaube, das hast du mir bis heute nicht verziehen. Ich kann drüber lachen. Aber er war schon böse. Ja, ja. Das kann ich bei deinem heutigen Auto nicht mehr sagen. Nee. Ja, gut. Da hast du jetzt noch so ein interessantes Thema gefunden. Was so schön in unsere... Genau. Und zwar, weil wir ja schon bei 3D-Drucker heute sehr oft waren. Hust, hust. Ich glaube, es ist irgendwie so ein halber Fingerzeig auf die Art. Kauf dir endlich deinen eigenen 3D-Drucker. Ja, das tu es. Ja, tu ich. Irgendwann. Nein, dieses Jahr. Mal sehen. Habe ich auch jetzt noch kurz vorm Podcast noch ein anderes Thema rausgekramt, das auch mit 3D-Druckern zu tun hat. Und zwar hat sich eine Firma, ich habe jetzt leider wenig Infos, weil schnell, schnell und so. Chris, such mal die Namen. Hä? Was? Such mal den Namen der Firma. Die haben sich einen Spinnenroboter gedruckt, der mit über 30 Motoren, ich glaube 32 Motoren, da waren es 26, irgendwas von dem Dreh, bestückt ist, komplett aus dem 3D-Drucker. Und ich habe mir dieses Video angeschaut und habe mir nur gedacht, also ich habe schon einige Spinnenroboter gesehen, aber das Teil bewegt sich so abartig geschmeidig, sieht absolut geil aus, weil es so rein schwarz, wiegt einen Kilo. Man hat es leider nicht laufen sehen im Video, aber man hat die kleinere Version davon laufen sehen. Und wenn die große Version sich nur halb so geschmeidig bewegt wie die kleine Version, dann, oh mein Gott. Die Firma heißt Robotics. Ah, okay, Bug, okay, ich verstehe. Robotics. Hm. Wie viele Motoren waren es jetzt? 26. Ah, okay, doch, 26, okay. Wobei man jetzt sagen muss, dass der Arsch scheinbar einen eigenen Motor nochmal hat. Zwei. Zwei? Zwei. Ach, kann er sich noch in beiden Achsen? Ja. Okay. Wie gesagt, ist es auf jeden Fall wert. Schau dich mal dieses Video an. Apropos wert. Ja, das Teil ist über $1,000 wert. 1.350 US-Dollar kann es vorbestellt werden. Hm. Ausgeliefert werden sie voraussichtlich im September. Hm. Und wer sich dann zum Kauf entschließt, zahlt $1,500. Sie haben sozusagen Vorbestellerbonus $250 gespart. Ja, du musst immer überlegen, was da dabei ist. Das sind... verdammte 26 Motoren. Ja, ist schon heftig. Ja. Vor allem dann die Elektronik, die Software. Gut, wahrscheinlich werden sie knapp $500 für die Herstellung zahlen und es für einen dreifachen Preis verticken, so auf die Art. Naja gut, steckt auch Entwicklungskosten und so drin. Muss ja, man auch immer klar. Mit. Aber finde ich auf jeden Fall interessant, vor allem auch, wie weit die Technik ist, dass die Bewegungen, wenn man sich vorstellt, die ersten Roboter wie Hölzern, die sich bewegt haben, und dann sieht man diese geschmeidigen Bewegungen von diesen Spinnenroboter, wo man sich da denkt, okay. Weißt du, welche Art von Motoren da zum Einsatz kommen? Weil früher waren es ja im Prinzip aufgebohrte Stepper. Es waren Servomotoren eigentlich, normalerweise bei diesen Hobbyprojekten. Und da hast du ja meistens schon... Naja, eine starksige Bewegung. Ich tippe drauf, das werden irgendwelche Brushless-Servomotoren sein. Mit irgendwelchen hochtrabenden Positionsgebern oder einfach ganz billige Servos. Und die sind ja auch ziemlich weit heutzutage schon. Keine Ahnung, haben die echt so eine Auflösung? Ja, ja. Vor allem die digitalen Servos. Und die haben auch die Leistung. Okay. Natürlich, es steht natürlich nicht, wie lange dieses Ding läuft.
Weil ich denke mal schon, das Teil wird ziemlich Leistung fressen. Ja, 26 Motoren, die wollen versorgt werden. Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall, klare Empfehlung. Geht in die Shownotes, guckt euch das Video an dem Artikel an. Ist es wert, mal gesehen zu werden? Oh ja. Mir ist richtig die Kinnlade runtergedroppt, hätte ich jetzt was gesagt. Runtergeklappt, verdammtes Englisch. Getroppte Kinnlade. Warte mal, Titelvorschläge. Kinnlade gedroppt, na droppte danke. Kinnlade. Ja, wir haben bis jetzt noch keine Titelvorschläge, das geht mal gar nicht, ey. Ja, dann schreib bitte auch Kinnlade gedroppt. Ja, das kann man dann ja immer noch hinbasteln. Mm. Okay. So, nächstes Thema geht auch so in Richtung Spaß. Ob das Spaß ist, wage ich zu bezweifeln. Wer mal Bock hat auf ein richtig vernünftiges Linux für den Produktiveinsatz, der sollte sich mal das Suicide Linux angucken. Also das ist eigentlich ein Paket, also eine Software. Die definitiv auf Spaß ausgelegt ist. Jeder, der schon mal mit Linux unterwegs war, der war auch schon auf einer Root Shell und hat mit Sicherheit auch schon mal einen Befehl falsch eingegeben. Oh ja. Die Linux-Standardreaktion darauf ist, kenne ich nicht, versuch's doch nochmal. Und Suicide Linux führt dann aber einen Befehl aus, der dann halt die Root-Partition löscht, beziehungsweise alles das Root, löscht. Die Partition halt killt. Ohne also alles, Verluste. Was in deinem Dateisystem eingehängt ist, zu diesem Zeitpunkt wird vernichtet. Genau, mit anderen Worten, eine absolute Null-Toleranz-Version. Oh ja. Ich gehe mal davon aus, das hatten wir nämlich gerade schon, was passiert denn, wenn du mal ein schlecht geschriebenes Skript hast, dann mit Root-Rechten? Dann wird alles gelöscht wahrscheinlich. Ja, weil es ist ja, glaube ich, nur bei Root-Rechten. Ja, weil die User auch nicht die passenden Rechte haben, um gleich mal alles zu löschen. Ja, genau. Aber ich denke mal, das Löschen triggert bestimmt trotzdem. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich würde es mir nicht zutrauen. Naja, es ist einfach nur Spaß, ne? Es ist purer Spaß und nach dem Motto, was kannst Wetten abschließen. Was glaubst du, wie viele Minuten oder wie viele Stunden du es schaffst, dieses Linux zu bedienen, ohne es in die Hölle zu schicken? Ach, komm drauf an, darf ich Google verwenden? Ja, ich denke mal, wenn du da unbedarft rangehst, bist du da recht schnell weg vom Fenster. Oh ja. Allein schon der Name ist Suicide Linux. Also da muss man echt schon hardcore drauf sein. Absolut. Es gab ja mal irgendwie eine aufgebohrte Version von Quake oder so, wo irgendwie jeder, Quatsch, von Doom war das. Das gab's auf Mac. Das gab's aber auch für Linux. Echt? Ja. Ich kannte es für Mac, das war ein Spiel, da hast du wie Asteroids, glaube ich, quasi Dinge abgeschossen oder getötet und dafür hat es eine random Datei gelöscht. Okay, und ich kenne das so, das war halt ein aufgebohrtes Uralt-Doom, für das ID ja auch recht früh dann den Quellcode rausgegeben hatte. Ja. Und jedes Monster im Level hat halt einen Task im System präsentiert. Okay. Ja, und wenn du halt das Monster erschossen hast, hast du halt den Task abgeschossen. Krass. Das heißt, früher oder später hast du halt Stück für Stück das System unterm Hintern weggeschossen. Interessant. Nee, ich kann es auf Mac mit Dateien. Okay. Hat sich einfach eine random Datei ausgepickt aus dem Dateisystem und hat sie vernichtet. Ja, das ist natürlich noch etwas drastischer als die Sache mit den Tasks. Ja. Ach ja, schon lustig. An der Stelle nochmal der Hinweis, auf Twitter und Facebook den Hashtag HRCast zu verwenden, wenn ihr was für uns über uns berichtet, damit es einfach besser auffindbar ist für uns und andere. Genau. Vielleicht und haben wir ja auch demnächst irgendwann mal wieder den Livestream am Start. Ja. Dann habt ihr natürlich auch noch die Möglichkeit, sozusagen hier live Fragen einzuspielen auf die Art und dann können wir mal gucken, wie flexibel und wie spontan wir euch die beantworten können. Ja, also ich glaube, bei uns mache ich mir da krass Sorgen. Ja, füllen tun wir die Lücke schon. Mit mehr oder weniger sinnvollen Inhalten. Ja. Keine Frage. Ihr könnt uns auch übrigens Kommentare hinterlassen auf unserer Seite hard-reset.de.
Das D war, glaube ich, mit einem. Das D war mit einem D. Aha. Genau. Ich hätte jetzt gedacht, ich habe dich dazu gebracht, weiches D zu sagen. Ich hatte es auch schon so halb auf der Zunge. Aber yes, yes. Also hart mit D, nicht mit einem T. Ja, hart. Das wollte ich eigentlich mit dem Doppel-D sagen. Ja, Doppel-D. Ja, ich bin auf unterstrich Iron Chris auf Twitter zu finden, der Pascal unter. @LuckyTeran, LuckyTeran. Ja, wenn ihr meinen Nick euch so nicht vorstellen könnt, dann geht auf die Webseite und guckt mal über uns. Da steht nämlich alles Nötige, wie ihr uns kontaktieren könnt. Genau. Dort findet ihr auch Optionen, uns zu unterstützen auf die ein oder andere Art. Entweder moralisch, indem ihr uns bei iTunes eine nette Bewertung hinterlasst. Mhm. Oder uns Kommentare, Anregungen oder Kritik hinterlasst auf der Webseite zur jeweiligen Folge. Oder uns flattert. Oder und wir haben auch Amazon Wunschlisten. Genau, wobei da einige Punkte nicht so ernst gemeint sind. Zumindest bei meiner Wunschliste. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Nee, also die ist so ein bisschen harmlos. Okay, meine hat alles zu bieten. Von harmlos bis vollkommen overkill, was absoluter Spaß ist. Also ich habe es mir noch nicht angeschaut. Ich glaube, ich muss da mal draufschauen. Solltest du wohl mal. Okay. Wobei ich auch mal wieder kontrollieren muss. Ab und zu verschwinden ja auch Artikel und dann sind die halt irgendwie komisch da. Naja. Ja, hast du noch irgendwas zu sagen? Nope, für diese Folge momentan nicht mehr. Gut, dann machen wir doch einfach mal Schluss. Das ist hier dann eine der kürzeren Sendungen. Husten. Ja, Husten. Diese anderthalb Stunden haben wir jetzt schon gemacht, oder? Auf jeden Fall. Also, danke für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörer. Ich hoffe, ihr schaltet auch zu 33 wieder ein, wenn es wieder heißt Hard Reset, vollkommenes Chaos hier bei uns. Und ja, wie gesagt, macht es gut. Ciao, ich bin raus. Tschüss.